Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Archäologischen Landesmuseum zu unserer dritten Live-Führung durch Archäologie und Playmobil. Archäologie und Playmobil gibt es jetzt in der 11. Auflage. Wir widmen uns in diesem Jahr dem Thema 5000 Jahre Schifffahrt auf, am und um den Bodensee. Ja, und das Ganze zeigen wir anhand von drei Epochen. Wir haben uns vor 2 Wochen Konstanzer Hafen in der frühen Neuzeit angeschaut. Konstanz war ein ganz wichtiges Handelszentrum. Was wir näher beleuchtet hatten, könnt ihr auch noch im Feed nachsehen. Sind abgespeichert. Dann haben wir vor einer Woche die berühmte Seeschlacht der Römer gegen die einheimischen Vindeliker. Haben dabei gewohnt, haben uns die verschiedenen Szenen angeschaut, haben live miterlebt, wie die Römer die Vindeliker sozusagen erledigt haben und haben viel Neues gelernt. Ja, und heute, wie ihr seht, sind wir in der Steinzeit. Gibt ganz viel zu sehen. Mein Name ist Stefanie King. Hinter der Kamera steht schon der Matthias Weber, unser Kurator, bereit. Und wir werden jetzt gleich die Rollen tauschen. Ihr werdet ihn sehen. Und ich sehe eure Kommentare und Fragen. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was euch ganz brennend interessiert, wenn der Matthias irgendwas erzählt, was euch noch ein bisschen spanisch vorkommt oder wo ihr gerne weitere Infos dazu hättet, lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde es an ihn übergeben und wir würden uns freuen, wenn wir mit euch interagieren könnten. So, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Setzt noch mal die Maske auf und übernehme bzw. übergebe. So, Matthias. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich schon darauf, euch nun durch die Steinzeit führen zu dürfen. Wir haben ja das Thema 5000 Jahre Schifffahrt am Bodensee und das bedeutet, dass wir hier eigentlich am Ende der Steinzeit sind. Wir sind ungefähr 3000 Jahre vor Christus und befinden uns ja in der Region hier am Bodensee, aber auch noch ein bisschen weiter im Donauraum und das Ganze haben wir hier ein bisschen räumlich komprimiert dargestellt, da unser Platz begrenzt ist. Also die Landschaft ist keine 1:1 Abbildung der realen Situation, sondern ein bisschen überspitzt und komprimiert dargestellt, wie es hätte sein können. Unser Thema ist Schifffahrt und bei der Schifffahrt ganz wichtig ist, was ist denn das primäre Wasserfahrzeug in der Steinzeit? In der Jungsteinzeit, in der wir uns hier befinden, haben die Leute Einbäume verwendet. Und das war das Hauptwasserverkehrsmittel bei uns in der Region, mit dem man auf den Flüssen, auf den Seen umhergefahren ist, Handel getrieben hat, aber auch Fischfang oder ja, die Boote einfach auch zum Transport von Personen genutzt hat. Ich habe schon mal in einem anderen Video ganz ausführlich erklärt, wie ein Einbaum gebaut wird. Schaut euch das auch an. Da gehe ich jetzt diesmal nicht mehr so lange drauf ein. Aber man sieht hier noch eine Baustelle, wo die Bewohner unseres Pfahlbaudorfes fleißig an einem Einbaum zimmern. Das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Wie gesagt, schaut euch das andere Video an. Da erkläre ich euch genau, wie das im Einzelnen funktioniert. Ja, wir haben hier ein Pfahlbaudorf. Pfahlbausiedlungen sind die primäre Siedlungsart in der Region in dieser Zeit. Jetzt werden sich die meisten schon bei dem Anblick dieses Pfahlbaudorfes fragen, ja, wo sind denn die Pfähle? Ein Pfahlbaudorf, das ist so eine sehr vielschichtige Sache. Es gibt dort epochenabhängig und auch phasenabhängig verschiedene Arten, wie solche Dörfer errichtet werden. Alle haben sie gemeint, dass sie in schwer zugänglichen Uferregionen oder Sumpfgebieten errichtet werden oder sogar direkt auf dem Wasser und dass die Häuser auf einem Pfahlrost liegen. Also ein Pfahlrost wird als Fundament unter die Hütten gebaut und dort drauf wird dann das restliche Haus aufgebaut. Das kann man hier jetzt nicht sehen, weil der Pfahlrost ist in den Boden eingegraben. Die Pfahlbauhäuser, die einem sofort in den Kopf kommen, wenn man an Pfahlbauten denkt, sind in Unteruldingen die Rekonstruktionen, die direkt im Wasser stehen und da sieht man dann auch den Pfahlbaurost. Bei uns in diesem Dorf jetzt sieht man das nicht, weil die eben in den Boden eingegraben sind, haben aber die gleiche Funktion wie auch in den Unteruldingen-Hütten oder in anderen Pfahlbauhütten. Sie schützen die darauf errichteten Gebäude vor Feuchtigkeit und dienen als stabiles Fundament.
Was man jetzt hier auch noch ganz schön sehen kann, ist, dass dieses Dorf einer gewissen Linie beim Bau folgt. Man sieht diesen breiten Bohlenweg, der durch die gesamte Mitte des Dorfes verläuft, und die Häuser sind in Reihen rechts und links daneben aufgebaut worden. Das hat einen wichtigen Grund. Dieser Bohlenweg ist die Hauptverkehrsader und die dient vor allen Dingen dazu, um die neu aufgekommenen Wägen, das Rad ist gerade neu in dieser Zeit hier in der Region erfunden oder entwickelt worden, und man nutzt jetzt Räder zum Transport als Wagen, und diese werden auf diesen Bohlenwegen durch die Siedlungen transportiert oder gefahren. Und wir sehen später auch noch eine andere Art, wie man eine Siedlung aufbauen hat können. Das ist nämlich auch immer saison- oder typenabhängig oder phasenabhängig, wie die Siedlungen aufgebaut werden. In diesem Fall haben wir jetzt also ein sogenanntes Straßendorf, das sehr geordnet errichtet worden ist. Ja, das ist eine Handelssiedlung, das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt in der Zeit. Der Handel, nicht nur in regional, sondern bereits überregional, spielt eine wichtige Rolle. Und wir sehen hier eine Art Handelsstation. Man hat einen großen Platz hier am Ufer errichtet. Der ist auch nochmal befestigt mit solchen Bohlen. Und dort legen am Ufer die Einbäume an und die bringen Waren. Und das ist eigentlich auch das, was wir hier auf dieser ganzen Steinzeitwelt genau zeigen wollen, der Warenverkehr. Es ist nämlich eine spannende Sache. Hier in der Nähe liegt die europäische Wasserscheide. Und die europäische Wasserscheide ist ein Naturphänomen, das die Flusssysteme in Europa trennt. Auf der einen Seite dieser, ja, es ist meistens eine leichte Erhebung, auf der einen Seite dieses Grades werden die Flüsse dem Rhein zugeführt. Das heißt, alle Rhein, also eine Flusssysteme auf der einen Seite der Wasserscheide, fließen zum Rhein und damit letztendlich in den Atlantik bzw. die Nordsee. Und alle anderen Flüsse auf der anderen Seite fließen in das Flusssystem der Donau und damit letztendlich in das Schwarze Meer. Und damit sind wir hier aber auch bei einem wichtigen Punkt. Wir sind hier in einer Region, wo diese beiden Flusssysteme aufeinandertreffen, und der überregionale Handel hat hier quasi eine wichtige Stelle. Da wir in einer Zeit des Umbruchs sind, das kann man hier auch schön an diesem Boot illustrieren, das wir jetzt gleich sehen werden. Ich habe ja von Steinzeit gesprochen. Jetzt fällt aber auf, dass dort so bronzene Objekte und kupferne Objekte in diesem Boot sind, in diesem Einbaum. Und das kommt daher, dass wir eigentlich am Ende der Steinzeit sind. Wir sind in der Übergangsphase zur Bronzezeit. Man sieht auch bei einigen unserer Bewohner hier bereits bronzene Objekte, bronzene Werkzeuge, Bronzeschmuck. Und die Bronze ist eine Legierung, die aus Kupfer und Zinn besteht. Das Kupfer wird im Nahen Osten gefördert, in der heutigen Türkei, in Anatolien. Dort sind die ersten Kupferbergwerke nachgewiesen. Und der Zinn, den man braucht, um daraus Bronze herzustellen, der kommt aus England, aus Britannien. Und wir sind hier in einer Region, wo das gewissermaßen aufeinander trifft, da die vom Westen herkommende Ware hier umgeschlagen wird und auf die vom Osten herkommende Ware trifft. Und deshalb haben wir hier auch einen Kupferhändler aufgebaut, der seine Waren in den Handelsort bringt. Man kann aber auch ganz klar sagen, dass es sehr, sehr teure Materialien waren, ne? Genau. Also ist auch nicht die Herstellung, jedermann hat es, ne? Die Herstellung ist auch relativ kompliziert, und dementsprechend hat nicht jeder Kupferwerkzeuge oder Bronzewerkzeuge dann sogar, sondern die alten Steinwerkzeuge oder Holzwerkzeuge werden natürlich weiter benutzt. Man sieht es auch hier in unserem Dorf, wo wir zum Beispiel eine Szene haben, wo hier ein Schaf geschlachtet wird, und der eine, der daran beteiligt ist, der hat noch eine Steinaxt, während sein Kollege bereits ein Bronzemesser benutzt. Diese Platte hier, die Steinzeitplatte, ist ja, glaube ich, auch schon ein ganz schönes Beispiel so für dieses Thema. Hier bei uns wird ganz viel handgemacht, ne? Ja, genau. Also wir benutzen nicht den Playmobil-Standard, also auch natürlich, wie ihr seht, aber es ist ganz, ganz viel selbst hergestellt. Also wir sehen hier so kleine Kettchen, die jemand liebevoll aufgefädelt hat. Die Bewohner sind sozusagen von Hand eingekleidet worden. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, es ist halt so, dass wir natürlich die ganze Vielfalt dieser Epoche auch zeigen wollen. Und dafür brauchen wir einfach viel mehr Bewohner, als das Figurenspektrum für Playmobil für die Steinzeit hergibt. Und wir haben uns dann
Besuchern und Beachsurfern bedient. Die haben nur eine Badehose an und die lässt sich ganz leicht verkleiden, indem man dann zum Beispiel aus Filz oder Leder ihnen Röcke gibt. Oder was auch ganz gut funktioniert, ist, wenn man einfach Klopapier mit Bastelleim tränkt und dann der Figur anzieht und das danach dann eben schön bemalt. Und so können wir eben auch die Vielfalt an Tracht, die in dieser Zeit bereits herrscht, zeigen, da eben die Steinzeitmenschen in der Jungsteinzeit nicht nur Felle getragen haben. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass es ja einige Dinge, die wir jetzt auch auf dieser Platte zeigen, dass vieles, dass es für vieles ein Vorbild hier im Museum gibt, ne? Ja, genau. Jetzt also, auch für die Einbäume. Wir sehen doch nachher auch noch so zwei kleine Einbäume, genau, da gehst du noch näher drauf ein. Da haben wir halt auch die Funde hier. Viel mehr als es bei der Römerplatte der Fall war, haben wir die Funde zu der zu den steinzeitlichen Themen, die haben wir natürlich hier im Haus in der großen Abteilung Pfahlbauten, und da haben wir uns natürlich dann auch an den richtigen Vorbildern bedienen können. So, wollen wir einfach mal in die Richtung weitergehen? Oder? Wir haben, glaube ich, hier auch noch einiges zu sehen, was das Thema Viehzucht anlangt, genau, Ernährung. Also, wir sehen wahnsinnig viele Tiere in der Siedlung, und das ist sehr spannend, weil wir befinden uns eben in einer Zeit, wo die Menschen hier in der Region nicht mehr primär Jäger und Sammler sind, sondern mittlerweile umgestiegen sind auf Ackerbau und Viehzucht als Hauptnahrungsquelle. Und wir sehen hier die Möglichkeiten, die ihnen eben zur Verfügung standen, und auch die Tiere, die in der Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Im Hintergrund können wir hier zum Beispiel eine Schweineherde erkennen, die in einem Pferch getrieben wird. Auf den Höhen haben wir einige Jungen, die Schafe hüten, und Rinder. Was auffällt, die Rinder sind alle dunkelbraun. Also es gibt noch keine gefleckten Rinder. Gefleckte Rinder, so wie wir sie heute kennen, sind... Ah, da hinten haben wir sie. Gefleckte Rinder sind eine Züchtung der Neuzeit. Also die gibt es damals noch nicht. Und dann natürlich eine andere wichtige Nahrungsquelle hier am See ist der Fischfang. Den können wir hier auch im Vordergrund sehen. Und da es damals noch nicht möglich war, Fisch zu kühlen und um dadurch haltbar zu machen, wird der Fisch geräuchert, damit er sich auch länger hält. Und da haben wir hier ein schönes Beispiel für so ein Räuchergestell. Hühner gab es damals noch keine, zumindest, also die gab es schon, aber nicht hier am See oder genau. Bei uns in bei der Region? Bei uns in der Region gibt es noch keine Hühner. Die Hühner kommen erst in die Region mit den späten Kelten, also fast 2000 Jahre später erst. Oder mehr als 2000 Jahre später sogar, kommen die Hühner erst in die Region, und richtig heimisch werden die Hühner hier erst mit den Römern, also um Christi Geburt. Da wir hier so knapp 3000 vor Christus sind, dauert es noch eine Zeit, bis die Bewohner sich hier ein Hühnerei schmecken lassen können. Eier werden aber trotzdem gegessen. Man isst halt die Eier von wilden Vögeln wie Wildenten oder Wildgänsen, die man aus den Nestern sammelt. So, dann reisen wir mal ein Stück in die Berge. Was haben wir denn hier noch in der Höhle? Ja, die rasten dort einfach wahrscheinlich. Ist das eine Jagdgesellschaft oder ein Wanderer, die dort eine kleine Pause einlegen? Okay. Vorbei an einem kleinen Wald. Moment. Muss wieder ausrichten. So. So, jetzt sind wir genau bei den Geiern. Ja, spannend ist es hier natürlich auch zu zeigen, dass es nicht nur Tiere noch nicht gab, sondern dass es auch Tiere hier in der Region gab, die es heute nicht mehr gibt. Also zum Beispiel waren Geier im Alpenraum verbreitete Tiere, die dort als wie auch woanders Aasfresser waren und verunglückte Tiere oder anderes Aas konsumiert haben. Und die waren eine sehr verbreitete Vogelart in dieser Zeit hier noch in der Region. Andere Tiere, die es damals gab und heute nicht mehr gibt, sind zum Beispiel auch Bären oder Wölfe, die es durchaus noch in großer Menge hier in den Landen gab. Begegnen uns, glaube ich, heute auch noch, ne? Genau, Wölfe also hier begegnen uns heute auch noch mehrfach auf der Platte. Und einen Bären werden wir auch noch zu sehen bekommen.
So, hier unten wird gemalt. Erzähl mal. Ja, das ist jetzt etwas, das gab es in der Region jetzt direkt nicht. Es ist aber ein Phänomen, das gleichzeitig stattfindet und deshalb haben wir das hier auch einmal dargestellt. Diese Wandzeichnungen, diese Felszeichnungen sind inspiriert von den Felszeichnungen in Val Camonia in Italien und dort ist eine gesamte Felswand in einer Schlucht mit Darstellungen von Jagdszenen, Götterbildern, Naturszenen, aber auch Entwicklungen wie dem Rad oder dem Wagen und auch den Behausungen der Menschen in den Fels geritzt worden als Zeichnungen und dann mit Farbe nachgemalt worden. Das kann man heute auch noch sehen und das ist eins der, ja, der wenigen wirklich bildlichen Zeugnisse aus dieser Zeit, die wir dann haben. Ja, für die letzten beiden Male nicht dabei waren, da haben wir drüber gesprochen, dass es hier in Archäologie und Playmobil auch immer mal ein paar Fehler gibt oder Anspielungen auch auf Literatur oder Kunst und dergleichen. Und hier entdecke ich jetzt gerade einen Fehler. Was malt denn der Junge? Der kleine das kann man Junge, gar nicht so gut erkennen. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, ja. Aber der kleine Junge, der malt hier ein unbekanntes Flugobjekt, eine fliegende Untertasse auf den Felsen. Also Hintergrund ist, wir haben einen so eine Art Quiz. Das heißt, wenn ihr in der Ausstellung seid, könnt ihr euch anfangs einen Fragebogen organisieren, mitnehmen und dann ist die Herausforderung, die ganzen Fehler zu finden und am Ende einen Preis einzuheimsen. Da oben wäre jetzt zum Beispiel schon ein kleiner Spoiler, weil ich glaube, Matthias, ja. Piraten gab es da nicht. Da gab es noch keine Piraten und auch das X hat damals noch nicht den Punkt markiert, an dem man den Schatz finden kann. Also gut merken. So, wir haben hier in der Höhle noch das Thema Kult. Ja. Da sieht man jetzt nicht so ganz gut rein. Wenn man direkt davor steht, kann man es besser erkennen. Aber vielleicht kannst du einfach darauf eingehen. Ja, es ist so, dass sich in der Zeit auch Religion entwickelt bei uns in der Region oder halt ein kultisches Verständnis in einer Form, die etwas ausgeprägter ist. Und es werden heilige Orte verehrt. Und als heilige Orte verehrt man unter anderem Höhlen, Grotten, aber auch Quellen. Oder ja, einzeln stehende Steine oder seltsam natürlich geformte Plätze. Da hinten sieht man zum Beispiel auch ein paar Männer. Genau, und das ist auch die kleine Auflösung. Wer schon in den letzten Tagen ab und zu mal in unsere Story geschaut hat, da haben wir ja schon das Thema oder die heutige Führung angekündigt und haben versprochen, dass wir euch verraten, was die Herren da so machen. Genau, wie man vielleicht, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, sieht, der Herr vorne hat ein, der was hat ist es? Ein Fisch. Ein Fisch? Händen. Für mich, nee, warte mal, das ist ein Schaf. Er hat einen Schaf, genau, und hat mit seinem Steindolch, der sieht jetzt von Weitem, sah er für mich jetzt ein bisschen aus wie ein Fisch, der schneidet mit seinem Steindolch dem Schaf gerade die Arterien durch, um es zu opfern. Und sein Kollege hat aber wirklich einen Fisch dabei und die opfern jetzt eben an diesem Stein, diesem heiligen Stein, einen Fisch und einen Schaf, um für eine gute Weiterreise zu bitten, den Ortsgeist oder die spirituelle Ethnität, die dort verehrt wird. Und das ist die Auflösung von unserer Frage, was denn diese Männer hier machen. Dann haben wir irgendwo noch einen Hort mit Jadebeilen. Ja, das ist aber... Genau, da sind wir eigentlich schon fast vorbei. Da müsste ich noch mal oben drüber steigen. Wir haben uns nämlich hier, seht ihr, das ist live, wir haben uns hier eine kleine Überbrückung gebaut, weil beim letzten Mal haben wir schon drüber geredet, Archäologie im Playmobil beherbergt jedes Jahr oder ja in jeder Auflage auch einen kleinen Zug. Ist einfach eine Tradition, erfreut die Kinder, aber es erfreut auch die Großen. Also genau, aber ich bin jetzt drüber. So, wo war der Hort? Der Hort. Oh. Ich bin zu klein. Doch jetzt, ich glaube, man kann es sehen. Ja. Dort, das ist basiert auf einem wirklichen Fund. Man hat in einer Felsnische deponiert Jadeitbeile gefunden. Die galten als besonders wertvoll und besonders, also waren besondere Beile, die man dort eben auch als Opfer an die Götter
deponiert hat. Ihr seht, da ist ganz viel versteckt. Man muss wirklich ganz, ganz genau hingucken. Also wahrscheinlich der Besucher ohne Führung, der findet die Beile nicht. Aber ihr seid ja jetzt live dabei. So, jetzt, genau, wir waren beim Kult. Und jetzt kommen wir an den Federsee, oder? Ja, das ist jetzt die andere Seite. Also die Donauseite. Die Donauseite. Und hier haben wir jetzt eine andere Art von Siedlung, die man sehen kann. Auf der Bodenseeseite war die Siedlung ja geordnet, entlang einer Straße errichtet. Und hier sind die Häuser jetzt verstreut. Ein sogenanntes Haufendorf, eine unregelmäßig errichtete Siedlung. Und man sieht gleich auch noch einen Unterschied zu den anderen Häusern. Wir haben eine andere Form der Dachdeckung. Das ist auch, also die Dachdeckung richtet sich nach den Rohstoffen und wir haben in der Siedlung, die wir zuvor gesehen haben, haben wir Dächer aus Rindenstücken, die aus Rindenplatten gefertigt wurden. Und hier haben wir jetzt Reetdächer, die eben durch die Lage in einem sumpfigeren, moorigeren Gebiet mit viel Schilf an den Ufern als Rohstoff sich angeboten haben, hat man die Schilfrohre getrocknet und dann als Dach als Bündel auf das Dach gesetzt. So, jetzt kommt hier noch eine Frage rein. Gibt es Orte jetzt hier am Bodensee oder auch am Federsee, die man benennen kann, von denen man weiß, dass sie als heilig galten? Weißt du da was? Da wir keine Schriftlichkeit und keine Bilder in dieser Bildquellen in dieser Zeit haben und wir jetzt hier nicht so einen Ort wie Valcamonia haben, ist das schwer zu sagen. Also man hat halt besondere natürlich geformte Plätze ausgewählt, Felsnadeln, einzelstehende Felsen, aber es gab auch heilige Bäume und man kann hier wirklich keinen Ort richtig, also zumindest für diese Zeit hier nicht wirklich benennen. Ja, dann haben wir die Frage, an welche Götter haben denn die Menschen damals geglaubt? Das wissen wir auch nicht, aus dem gleichen Grund, wie wir auch keine Orte benennen können. Es gibt noch keine Schriftlichkeit und wenn wir keine Schriftlichkeit haben, können uns auch keine Namen überliefert werden. Ja. Okay, was lässt sich denn hier noch entdecken? Okay, jetzt haben wir hier noch einen kleinen Spoiler. Der ist einfach so augenfällig. Natürlich wissen wir, genau, den Delfin gibt's hier, gab's und gibt's nicht am Bodensee und nicht am Federsee. Auch wieder unserem Quiz oder ja, unserer Fehlersuche geschuldet. Wir haben eine Wand mit Götterzeichnungen. Ja, oben. Die gibt es. Das ist die sogenannte Ahnenwand, die ist bei uns auch, gibt es eine Rekonstruktion bei uns auch im Museum. Das Original ist leider noch nicht im Haus, weil das immer noch wissenschaftlich untersucht wird. Aber auch da können wir nur vermuten, dass es sich eben um eine Ahnenverehrung handelt oder um Naturgötter. Auch hier können wir die Namen der Gottheiten leider nicht benennen. Aber es ist eine sehr hübsch anzusehen. Sehr hübsch anzusehen. Ja, und wir hoffen ja, dass das Original dann auch bald bei uns bewundert werden kann. Wobei sich auch die Replik lohnt. Ja, die lohnt sich auch sehr. So, genau. Hier oben kann man aber ganz schön den Übergang sehen. Ja, man sieht, dass die auf der einen Seite eben ihr Einbaum an Land transportieren. Also sie haben den aus dem Wasser gehoben, haben den jetzt auf einen Karren verladen und schaffen den jetzt auf die Höhe hinauf, um ihn dort dann wieder ins Wasser einzusetzen und auf die andere Seite in das Donau-Flusssystem zu gelangen. Und wir sehen aber auch hier Menschen, die auf dieser Seite über die Flüsse hinauf einen Einbaum transportieren oder hinunterfahren. Und es ist ein reger Austausch und ein reger Verkehr hin und her. Wir hatten es vorhin mal kurz angesprochen. Wir haben ja Vorbilder bei uns im Haus und das sieht man hier ganz schön. Wir haben zwei Originalfunde von kleinen Einbäumen. Also Spielzeug-Einbäumen. Spielzeug-Einbäumen hier aus der Region und vom Federsee auch. Und diese Kinder spielen hier eben mit diesen Spielzeugeinbäumen, weil das ist eine Geschichte, die sich durch das ganze Spiel immer hindurchzieht, durch alle Zeiten. Kinder spielen das, was sie in ihrem Lebensraum zu sehen bekommen. Und unsere Kinder hier sehen täglich den Einbaumverkehr und deshalb spielen sie mit Spielzeugeinbäumen. Genau, das wichtigste Transportmittel, oder das einzige zu Wasser. Das einzige Transportmittel zu Wasser, das nachgewiesen ist, hier aus der Region eben der Einbaum. Ja, und wenn wir schon beim Spoilern sind, ich muss es noch schnell zeigen. Wer erkennt ihn? Schreibt mal rein. Erkennt ihn jemand? Ich komme mal näher. Was hat der Herr auf seinem Schoß? Der sieht ja auch so ein bisschen einsam aus, kleiner Tipp. Auf einer Insel. Na? Erkennt's jemand?
Hollywood-Film? Okay, gib mal einen Tipp, Matthias. Ja, Tom Hanks spielt die Hauptrolle und das ist sein kleiner Freund, das ist Wilson aus Castaway. Genau, also eine Anspielung. Also wir lassen uns da auch bei unseren Gags und Fehlern von ziemlich vielen inspirieren. Glückwunsch an Melanie Stock, Sie haben die Frage richtig beantwortet. So, hier haben wir eine kleine Menschenansammlung, was machen die denn? Ja, die schauen einem sportlichen Event zu, dem Fischerstechen. Wir wissen natürlich, dass Fischerstechen als Sport erst viel später erfunden wurde. Das ist eine Entwicklung, die auch erst in der frühen Neuzeit eingesetzt hat. Aber was man auch Fischerstechen nennt, ist das Fischen mit dem Speer im Wasser. Und das haben die Steinzeitmenschen garantiert schon gemacht. Wir haben hier aber auch, um es nicht so brutal werden zu lassen, die sportliche Variante dargestellt. Genau, und die werden angefeuert von ihren Familien oder wie auch immer. So, jetzt kommen wir zu einem, ja, zu harter Arbeit. Ja, der größte und wichtigste kulturelle Einfluss auf die Region in dieser Zeit, in der wir uns befinden, ist die Entwicklung des Rades. Und hier haben wir eine Baustelle, kann man sagen, oder einen Bauplatz, wo die Menschen hier Räder und Karren fertigen und wägen am Ende. Das sieht man hier, die Räder sind Vollholzräder, also es gibt noch keine Speichenräder. Ein weiterer spannender Aspekt ist, dass das Rad mit der Achse starr verbunden ist. Das sieht man hier, da werden die Räder zusammengesetzt. Ja. Und dann kann man hier schön sehen, dass die Achse mit dem Rad starr verbunden ist und die wird dann lose gelagert in den Wagen eingelegt. Also bei einem heutigen Auto oder auch bei einem späteren Wagen ist es ja so, dass die Achse fest ist und die Räder sind drehbar auf der Achse gelagert. Und in der Zeit ist es noch so, dass die Achse mit den Rädern verbunden ist und drehbar im Wagen gelagert ist. Es kommt auch daher, die ersten Wägen hier in der Region sind einfach eine Entwicklung eines Transportmittels, das man davor schon kannte. Man hat vor der Entwicklung des Rades hier sogenannte Schleifen. Das sind zusammengebundene oder große Astgabeln oder zusammengebundene Stämme, die mit einem Joch versehen sind und an einem Zugtier in den Nacken gelegt werden. Und die werden hinterhergezogen von dem Zugtier auf Schleifen auf dem Boden, daher der Begriff Schleife. Und auf denen konnte man schwerere Lasten transportieren, wie wenn man das nur getragen hätte. Und als jetzt das Rad entwickelt wird, kommt man auf die Idee, man könnte so eine Schleife auf eine Achse legen und mit Rädern versehen und dann hat man einen sehr einfachen, aber effektiven Wagen. Und viele von solchen Rädern wurden eben am Federsee gefunden und auch eine Anzahl an Überresten von Einbäumen. Und daher geht man eben auch davon aus, dass dieser Transport über die Quellen der Flüsse hinaus, so wie wir das hier dargestellt haben, auch in ähnlicher Art stattgefunden hat. Da kann man auch sagen, heute haben wir es einfacher. Ne? Heute wird alles über die Kanäle, ja, genau, transportiert. Die Wasserscheide ist damals ein Hindernis, das es zu überwinden gilt. Heute spielt die im globalen Handel oder auch im Binnenhandel einfach keine Rolle mehr, weil man kann über den Europakanal ohne Probleme vom Rhein in die Donau gelangen und hat deswegen diese Schwierigkeiten, mit denen sich die damaligen Menschen auseinandersetzen mussten, einfach nicht mehr. Da oben geht demnächst was schief, oder? Ja, wir haben hier jetzt einfach so mögliche Gefahren, also es ist eine gefährliche Zeit, mögliche Gefahren dargestellt, die einem bei diesem Transport begegnen konnten. Und hier passen die Leute einfach nicht richtig auf und die Holzfäller treiben ihre Stämme nach unten im Fluss und bemerken dabei nicht in ihrem Eifer, dass etwas weiter unten Männer gerade einen Einbaum nach oben ziehen und noch mitten im Wasser stehen. Und da bahnt sich gerade schon die Katastrophe an. Jetzt fällt mir noch was ein. Mir ist aufgefallen, dass man hier und da auch einen Hund gesehen hat. Die waren schon domestiziert zu der Zeit. Ja, also Hunde sind zu dem Zeitpunkt schon ein wichtiger, schon seit längerer Zeit ein wichtiger Begleiter des Menschen. Das sagt man ja auch heute auch noch, ist der beste Freund des Menschen. Und Hunde werden domestiziert als Wach- und Hütehunde. Und in der Form haben wir sie auch öfters in der Steinzeitwelt dargestellt. Katzen waren nicht sichtbar um die Katzen Zeit. Gibt es bei uns noch nicht. Waren und wild, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis die als Haustiere
in unsere Häuser kommen in dieser Zeit. Es gibt natürlich Wildkatzen schon in der Zeit, aber eben domestizierte Katzen gibt es vielleicht höchstens in Ägypten zu diesem Zeitpunkt. Ich habe hier noch eine Frage. Gibt es Aufzeichnungen von den Rädern, wie sie damals aussahen? Es gibt keine Aufzeichnungen, aber wir haben ein Original hier im Haus, das man mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden auf genau diesen Zeitraum datieren kann. Und das ist so gut erhalten, das ist fast komplett, dass wir ganz genaue Aussagen über die Form der Räder treffen können. Das ist auch, soweit ich mich erinnere, in unserem Feed. Da haben wir mal einen Insta-Beitrag dazu gemacht. Genau, da haben wir auch einen Beitrag mal schon gemacht. Genau, müssen wir ein bisschen runterscrollen oder runterwischen, dann werdet ihr da fündig. So, jetzt kommt wieder ein Wald. Ah, nee, noch genau, etwas Neuzeitliches, aber das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Unser traditioneller Zug startet quasi in der Steinzeit, fährt einmal drumherum. Hier ist Start- und Endhaltestelle sozusagen. Ja, und dann genau, geht es ein Stück. Ich kann immer probieren, ob ich hier eine Fahrt hinkriege. Genau, wir haben es letztes Mal auch schon gezeigt. Einmal hier rüber in die Römerzeit. Genau, einmal kurz zur Seeschlacht. Da hinten seht ihr Konstanz. Genau, also erklärt diese merkwürdig neuzeitliche Haltestelle. So, wir tauchen einmal durch den Tunnel oder über den Wald. Ah, da kommt der Bär, ne? Genau, also ich habe ja davor schon davon gesprochen, dass wir jetzt primär als Nahrungsversorgung Ackerbau und Viehzucht haben. Aber auch die Jagd spielt noch eine Rolle und die Jagd ist nicht ganz ungefährlich. Und hier sehen wir, was passiert, wenn so ein Jagdtrupp unvermittelt auf einen Bären trifft, der das wohl gefährlichste Tier für die steinzeitlichen Jäger in dieser Zeitepoche darstellen dürfte. So. Irgendwo gibt es auch mal wieder das letzte oder das erste oder wie auch immer. Ja, das ist schon damals irgendwo habe ich es gesehen hier. Das ist schon damals vom Aussterben bedroht, haben wir das letzte Einhorn hier im Wald versteckt. Liebe Grüße nach Schwäbisch Gmünd zu unseren Kollegen vom Prediger Museum. Wenn ihr Einhörner liebt, dann solltet ihr da mal vorbeigucken. So, wir sind schon fast einmal rum. Hier kommt noch eine schöne Anspielung. Wer erkennt sie? Bin gespannt. Wölfe, die einen, okay, bei uns ist ein Steinbock. Ja, die Anspielung bezieht sich, glaube ich, auf einen Hirsch, ne? Ja. Und? Erkennt es jemand? Es ist der Matthias. Der Hirschsprung. Der Hirschsprung. Genau. Und es ist dann leider nicht so, dass der junge Mann, der gerade Fische sticht, dass der dann demnächst auch noch einen Steinbock mit nach Hause bekommt. Nein, wer den Hirschsprung kennt, weiß, auch der Steinbock wird es rüber schaffen. Ja, und der Fischer junge, kommt nicht weit. Ne? Der junge Mann hat sowieso ein Problem, da ihm ein Bär hier schon im Nacken sitzt und ihn womöglich seiner Beute berauben wird. Ja, und wahrscheinlich nicht nur seiner Beute, sondern vielleicht auch seines Lebens. Also ihr seht, es geht hier zuweilen auch brutal zu. So, intellektuell geht's weiter. Was ist denn das hier? Ja, ein Biber, oder? Das ist ein Biber, der sich einen, ja, das ist ein bisschen versteckte Sozialkritik und versteckte Kritik am Umgang des Menschen mit der Natur. Und hier hat die Natur einfach mal das Ganze umgekehrt. Und anstatt dass sich der Mensch die Natur zum Untertanen macht, hat sich hier der Biber den Menschen zum Untertanen gemacht und nutzt ihn als Arbeitssklaven, für während er sein Bier konsumiert. Okay. Ah, da oben habe ich noch was Kuriles entdeckt. Skifahren, war das damals schon ein Thema? Nein, Skifahren noch nicht. Also es gibt, aber das ist auch später, es gibt aus der Eisenzeit Funde von Schlittschuhen. Aber Skifahren ist damals, glaube ich, noch kein Thema. Es hat sich aber einfach so angeboten, weil am Anfang, als wir diese Landschaft hier gestaltet haben, man muss wissen, unter diesen schönen grünen Wiesen und dem Wald ist eigentlich nur Styropor. Das sind Styroporplatten und als wir die zurechtgeschnitzt haben, sah es aus, als wäre das hier so eine wunderschöne Skipiste. Und da haben wir schon mal so einen Skifahrer als Testfigur draufgesetzt und der ist dann auch einfach geblieben.
Also ihr seht hier, die Kollegen haben hier immer eine Menge Spaß beim Bauen und Austüfteln. Und ich habe mir auch sagen lassen, man müsse euch auch regelmäßig bremsen, ja, damit die Ausstellung rechtzeitig fertig wird und nicht noch eine Idee auf die Platte kommt. Und ja, sehr, sehr vielseitig. Hier hat noch jemand das Tennisspiel entdeckt. Ja, selbes Thema wie mit dem Skifahrer. Ein kleiner Fehler. Also ich meine, ihr könnt jetzt wirklich die Fehler ganz locker. Ja, also die Hälfte wisst ihr jetzt einfach. Also wer fleißig allen drei Führungen gelauscht hat, kennt weiß alle jetzt die Hälfte aller Fehler, die es versteckt gibt. Was kann man eigentlich gewinnen, Matthias? Man kann natürlich, weil es ist eine Playmobil-Ausstellung, kann man Sets von Playmobil gewinnen, die thematisch auch hier zum Thema passen. Also es ist entweder was Mittelalterliches, was Steinzeitliches oder etwas Römisches. Und zumindest eins der Sets hat auch mit Schifffahrt was zu tun. Ich habe mir sagen lassen, dass auch Erwachsene gerne mit Playmobil spielen. Ja, und manche Sachen kann man sich auch einfach schön aufstellen. Also ja, oder verschenken. Genau. So, ich schaue mal schnell auf meinen Zettel, aber ich glaube, wir sind durch. Hast du noch was? Ja. Habt ihr noch was? Habt ihr noch eine Frage? Ja, wollt ihr noch irgendwas sehen? Wir sind vorhin ein bisschen weiter rechts gestartet. Da will jemand wissen, wann ist die Ziehung der Gewinner? Ich glaube, das machen wir das quartalsmäßig, oder? Die nächste Ziehung ist am 16.05. Dort, wenn wir zu dem Zeitpunkt auch wieder geöffnet haben sollten, gibt es dort auch eine wirkliche Preisverleihung bei uns im Museum. Heute kann man aber auch schon was gewinnen. Genau, nämlich wir haben alles, jetzt muss ich gucken, dass meine Kamera mitgeht. Alles, was ihr heute und letzte Woche und vor 2 Wochen so gehört habt in unseren Führungen und noch viel mehr, findet ihr hier in diesem schönen Begleitheft. Es ist schon auch sehr schön für Kinder, also ich glaube auch für Erwachsene, aber auch für Kinder. Die Alma ist dabei, unser Maskottchen. Und da wird das Thema noch so ein bisschen erläutert und bebildert. Und wir haben uns überlegt, wenn ihr Lust habt, wir würden gerne 10 Exemplare verlosen heute. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, wir sind jetzt auch schon ziemlich am Ende, sofern nicht noch ganz viele Fragen kommen. Also wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einfach einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Also wir freuen uns auch über Kritik, über konstruktive Kritik. Das heißt, am Ende, wir laden das Ganze in den Feed und kommentiert einfach. Und wir würden an die ersten 10 Kommentatoren, ja, sagt man so, verlosen wir ein Exemplar dieses Begleithefts. So, gibt's noch Fragen? Hallo Stadtwerke Konstanz, winken. Ja. Hat es euch gefallen? Habt ihr Fragen? Wollt ihr noch irgendwas sehen? Also von der Seite habt ihr das Pfahlbaudorf ja noch nicht gesehen. Ich sehe da hinten noch, das sind ihren Einbaum nach oben transportieren, um die Wasserscheide zu überwinden. Ja, von hier sieht man es nochmal ein bisschen besser. Vielen Dank. Freut uns, wenn es euch gefällt. Sehr gerne. Okay. Ihr habt noch die Gelegenheit. Ich warte gerne noch ein paar Sekunden. Keine Fragen. Gut. Ja, dann sagen wir danke für euer Interesse. Hat uns sehr, sehr gefreut. Hat uns auch super, super viel Spaß gemacht. Wir denken tatsächlich auch darüber nach. Wir haben jetzt Archäologie und Playmobil abgeschlossen. Aber wir denken natürlich auch darüber nach, weitere Live-Führungen zu machen. Wir haben ja hier 3000 Quadratmeter mit super spannenden Exponaten. Das heißt, da gäbe es noch viele Gelegenheiten. Also wenn ihr da Interesse habt, dann planen wir mal weiter und halten euch auf dem Laufenden. Jetzt kommt noch eine Frage. Wurden die Einbäume mit Waren transportiert? Ja, gute Frage. Gab es da Karren für die Waren also und Karren für... Hier in der Szene sieht man jetzt, dass die Besatzung des Einbaums oder die Händlergruppe, die mit dem Einbaum unterwegs ist, die haben die Waren ausgeladen und tragen die jetzt in Körben und auf dem Rücken den Berg nach oben. Man kann aber auch annehmen, dass die Einbäume gefüllt transportiert worden sind. Da ist der Einbaum halt schwerer, aber man hat ja die Möglichkeit auch.
Und die Wägen können natürlich auch Waren transportieren. Man hat halt vielleicht noch einen zweiten Wagen mitgenommen und den einfach mit den Waren beladen. Genau. Der entscheidende Punkt ist halt, dass man die Einbäume genutzt hat als Transportmittel. Das habe ich auch in Konstanz schon erzählt, bei der Konstanz-Führung. Der Transport auf dem Wasser ist immer effektiver in früheren Zeiten als der Transport auf dem Landweg, weil ich auf dem Wasser generell immer viel mehr transportieren kann, wie ich das mit Körperkraft oder mit der Kraft von Zugtieren machen kann. Gut. Ja, liebe Grüße nach Sachsen. Schön. Super. Freut uns. Haben die Sachsen noch eine Frage? Nein? Gut. Also, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr wiederkommt und ja, dann natürlich auch ins Museum, wenn es hoffentlich bald endlich wieder geöffnet ist. Und ja, wünschen euch ein super schönes Wochenende, viel Sonne, viel Gesundheit natürlich. Und ich verabschiede mich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vielleicht mal bei einem anderen Thema seid ihr auch wieder dabei. Bis bald. Alles Liebe. Tschüss.